Es gibt immer wieder Vorteilspunkte. Ja. Hilfe! Steig doch auch ein, du Idiot! Also nicht du. Ich, nein, ich meine der Sander. Du kannst hinten drauf, das ist eh. Wo geht's weiter? Du wissen. Sollen wir jetzt denn noch die komische Selena holen oder was? Selena. Da links, Selena. Mutier, ey warte, lass da hingehen. Okay. Das mutierte Elite-Bison. Das habe ich dir vorhin schon gesagt. Ja, dann lass ihn töten. Ja, gut. I believe I can fly. Alter, ich könnte voll in die Dürre schießen. Mach erst den mutierten Elite-Bison. Okay, mach mal. Warte, wir müssen noch zum Blaze, glaube ich, hier links oder so, keine Ahnung. Links ist was, hier links? Ja, ich bin ja schon dabei. Ich glaube, das ist noch die andere Olle. Ja, die Blinde. Der Hund ist wieder da. Gut an, hä? Gut gemacht. Du hast in Heidelberg eine ordentliche Backpfeife verpasst. Behalt die Waffe. Wie gesagt, meine Augen sind nicht mehr, was sie mal waren. Du kannst sie vermutlich besser gebrauchen als ich. Nun zu den Vorräten, die du geholt hast. Investiere sie am besten in die Gemeinschaft. Die Leute in Prosperity machen aus allem, was du ihnen bringst, das Beste. Mich eingeschlossen. Richtig gehört. Ich ziehe es endgültig nach Prosperity. Wenn du und deine Freunde Schießtraining brauchen, dann komm zu mir. Und pass gut auf dich auf. Okay, bei ihr möchte ich bitte kein Schießtraining. Ja, also ich muss noch kurz warten. Okay. Egal, steig ein. Und bin noch drin. Ja, nee, ich meine mein Charakter. Ach, das ist ein Sägeblattwerfer Stufe 2. Den ganzen Scheiß haben wir ehrlich von euch geklaut. Und jetzt wagt es einer, den Kram zurückzuklauen. Ja. Jetzt müssen wir wieder los und noch mehr von euch klauen. Aber dieses Mal werden wir nicht so nett sein. Die rechts irgendwo. Ja. Ich hab den Checkpoint. Wo ist das Vieh? Die hat was, warte mal. Die da vorne, die hat was. Die hier. Man sieht ihr das vielleicht nicht an, aber die alte Nana ist die beste Scharfschützin hier. Sie hat da drüben einen Schießstand. Wenn du es schaffst, sie zu beeindrucken, hilft sie dir vielleicht. Okay, wir haben noch eine andere Quest. Egal, lass mal den Elite töten. Jo. Deswegen. Kann dann looten hier erstmal. Ort entdeckt. Da war eine Schlange. Okay, hier ist Blut. Ich hab mich eingenebelt. Nein, nicht hoch. Ah, Bitch. Bitch. Oder was? Nee, ich guck gerade. Sehen wir auch gerade nichts. Hier wird geballert. Ah, interessiert mich jetzt gerade wenig. Ja, vielleicht wird ja auf den Bison geballert. Das wollte ich eigentlich hinaus. Guck mal. Ah! Ich glaube, du hast ihn gefunden. Nein. Nee, das war keiner. Das waren aber nur Wildschweine. Das waren Wildschweine. So ein Bison ist ja nicht zu übersehen. Vor allem nicht, wenn er mutiert ist. Da hat auch kein Fernglas. Autowracks.
Du wirst der Elite-Bison. Gerade anfangen auf dich abzudrücken. Was wir meiner Meinung nach wieder scheiße gemacht haben, ist, du kannst nicht den Berg runterrutschen. Also so komplett. Stimmt. Wenn du Apex Legends kennst, du kannst da ganze Berge runterrutschen. Ich höre ja irgendwie ein Schwein. Da will ich ein Bison. Wirklich, Wildschwein. Hier, kriegst eine Faust. Ah, fuck. Wo soll das Bison hier eigentlich sein? Da ist es! Wo? Bei mir! Wo? Da, wo ich hinziehe. Du rennst gerade drauf zu! Was? Hi! Da ist ein Wolfsbein! Scheiß Wolf, Alter! Komm, steh auf! Feuer kommt, au! Bitch! Yummy, du hast doch nochmal. Was war jetzt so speziell an dem? Das war, glaub ich, nicht der Mutierte. Weil der Mutierte ist gelb. Und der war nur, lila. Stimmt. Dieses hässliche Wolfsvieh, Alter. War ein normaler Bison. Der Mutierte war nicht hier. Aber wenn das ein normaler Bison ist, ne? Dann frage ich mich, wie groß der andere ist. Vor allem, wir finden ihn nicht mal. Shift. Vielleicht hat er das ja gehört, vielleicht kommt er jetzt. Da oben ist irgendeine Mission. Tut mir leid, angeblich hat Nadine sich auf einem Schrottplatz eingeschlossen und ist erst durchgedreht und dann verschwunden. Hat Comics gehortet, wie ein Messi. Vielleicht hat sie ein paar Vorräte zurückgelassen, die nützlich für dich sein könnten. Neue Schatzsuche. Zielübung. Schatzsuche machen, oh, die ist da hinten. Nana, nehmen. Sollen wir dann jetzt erst zu Selena gehen, oder? Ja, auf dem Weg zu Selena ist eigentlich ja die Nebenquest Nana, die können wir zuerst machen und dann zur Zielübung. Dann hole ich jetzt meine Karre wieder, die ich irgendwo hier unten, ich sehe es schon, geparkt habe. Kannst du nämlich wieder hinten drauf steigen. Ja, du schaffst das, komm. Genau. Ich nehme kurz die Straße. Warte mal, ich muss die Straße schon mit hören. Die Highwaymen fahren Trucks voll beladen mit Ethanol durchs Tal und. Willst du nicht den Truck mit Ethanol? Wo ist der? Der fährt da gerade oben auf der Straße. Herr, oben auf der Straße? Indem du sie hochjagst oder noch besser, indem du sie fahr. Bring ihre Truck auf der Straße. Oder zu irgendeinem Außenposten, der uns gehört. Nix. Ich sehe die Straße nicht mehr. Wie soll ich einen Krieg gewinnen? Halt's Maul. War ich noch richtig? Top, ja. Schade. Der ist weg. Ich glaub, der ist despawned.
Aber sieht auch noch geil aus. Warte mal, ich will auch noch die andere. Wenn du nicht hinten drauf bist. Pickup habe ich eigentlich nur genommen, weil du hinten drauf kannst. Und dann nehme ich lieber die Karre. Das ist Nana. Hi Nana. Ich weiß, was du denkst. Sie hat den Körper einer 30-Jährigen, aber das Gesicht eines Hohes, der zu lange in der Sonne lag. Aber ob du es glaubst oder nicht, ich bin die beste Schützin, die es auf diesem beschissenen Planeten noch gibt. Du kannst mich Nana nennen. Wenn du jemanden suchst, der dir hilft, diesen nichtsnutzigen Highwayman eine Lektion zu erteilen, dann bin ich dabei. Aber ich helfe dir nicht einfach so. Ich habe hier draußen einen Schießstand aufgebaut, um fit zu bleiben. Zeig mir, was du drauf hast. Beeindrucke mich und ich komme mit, wenn du diesen maskierten drei Käse hoch die Leviten liest. Kleine Frage, hast du mal Borderlands 2 gespielt? Ja. Das ist Ellie. Was? Brauchst du mir nichts zu erzählen? Ist mir aber egal, Alter, wie egal, das ist einfach Ellie. In Ordnung, Herzchen. Schieß auf meinen Helm und ich starte den Countdown. Mehr. Da vorne. Und das Häschen! Gut geschossen, Herzchen. Schön, dass zur Abwechslung mal jemand zu irgendwas taugt. Er bind mich doch an einen Baum und überlass mich den Bären. Du kannst echt gut schießen. Aber ich habe etwas für dich, das bisher nur ich geschafft habe. Kletter mal dieses Silo hoch, aber putz dir die Füße ab. Da hast du einen besseren Überblick von da oben. Ich lasse ein paar Ballons als Ziele steigen. Du würdest nicht glauben, wen ich alles schmieren musste, um an das Helium zu kommen. Beeindrucke mich und triff die Ballons, während sie aufsteigen. In all den Jahren, seit der ganze Scheiß hochgegangen ist, bin ich die Einzige, die alle geschafft hat.